Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Ja, lasst uns einfach mal gemeinsam einsam reinschauen, was bei Schatzi so los sein könnte, wie die Energien sind und wie es so um dich steht. Ich lade dich heute wieder recht herzlich dazu ein, mit mir einfach mal zusammen zu träumen, ganz einfach, weil es allgemeine Legungen sind und sie nicht auf jeden zutreffen könnten vielleicht auch. Aber ja, herzlich willkommen zu unserer Traumstunde. Im wahren Leben nennt man mich Anne. Ich komme aus der wunderschönen Berg- und Rosenstadt Sangerhausen und bin 35 Jahre alt, studiere aktuell Psychologie und mache auch ein bisschen was mit Astrologie im Background. So, meine Lieben, es geht losi. Mit was wollen wir beginnen? Ich möchte gerne einmal wissen, welches Portal sich hier für deinen König bzw. für deine Königin öffnen darf, um vielleicht einen Schritt hier auf dich zuzukommen. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig sein? Für dich sein. Welches Portal darf sich für ihn bzw. für sie öffnen? Das ist das Shambhala-Initiationen-Portal. Ich sage immer wieder, ne, in der Spiritus-Welt gibt es so vieles, wo ich sage, hey, da muss ich echt noch mal genauer hinschauen. Hier geht es um Rückzug, um aufzutanken, den Prozess Vertrauen und Dharma. Okay, für deinen König, für deine Königin ist es gerade wichtig, sich zurückzuziehen, um einfach mal ein bisschen Energie zu tanken. Du kannst vielleicht schon mitbekommen haben, dass jemand vielleicht immer unruhiger geworden ist, dass jemand vielleicht auch ein bisschen komisch geworden ist, dass man vielleicht auch nicht mehr so viel getextet hat, geschrieben hat, weniger sich eben dadurch gemeldet hat. Hier öffnet sich eben einfach das Portal dafür, dass man sagt, dein König, deine Königin braucht dringend eine Pause. Es ist gut erstmal, dass hier jemand vielleicht im Rückzug geht und aktuell vielleicht auch gar nicht erreichbar ist, weil man das vielleicht auch gar nicht will. Es kann auch sein. Gleichzeitig heißt es aber auch hier, dass wenn du vielleicht aktuell viel Stress haben könntest mit jemandem, dass hier jemand endlich dazu aufgerufen wird, sich hier mal ein bisschen zu regenerieren. Es kann sein, dass von heute auf morgen vielleicht jemand irgendwo eingewiesen wird. Ich sage es jetzt mal so krass. Ganz einfach, weil die Nerven hier durchbrennen. Und das kommt auch nicht von ungefähr. Wie gesagt, die astrologische Kombi ist ja jetzt aktuell auch so krass, dass wirklich viel aufs Nervensystem einfach auch geht, dass dein König, deine Königin vielleicht gerade auch selbst schwache Nerven haben könnte. Und das Einzige, was hier jetzt einfach gerade hilft, ist ein Rückzug, ist eine Pause. Und ja, so blöd wie es klingt, sei froh, wenn hier jemand eher erstmal im Rückzug ist, weil das könnte hier jemand sehr, sehr, sehr gut brauchen. Es ist aber auch so, weil hier steht dem Prozess Vertrauen, dass ich sage jetzt mal, trotz dieser Herausforderung, hier jemand trotzdem eurem Prozess vertraut und trotzdem positiv eingestellt ist, was euch beide hier betrifft. Und da möchte ich jetzt trotzdem mal weiterschauen in die Work Your Life Cards. Welchen Weg soll er bzw. sie denn hier jetzt weiterhin gehen? Gibt es hier irgendeine Situation? Gibt es eine Frage? Und da haben wir die Geburt eines neuen Zeitalters, Geburt einer neuen Schöpfung, eine neue Welt erträumen. Ja, also da sieht man eben auch, dass wenn hier jemand einfach erstmal gerade zur Ruhe kommen möchte, dann auch wieder in so ein Feeling kommt zu träumen. Du kennst das vielleicht auch. Ne? Ich hatte das zum Beispiel in unserem ersten Österreich-Urlaub gehabt dieses Jahr. Das war, glaube ich, im April. Und das war wirklich schön. Ich bin da richtig runtergekommen auch und bin da auch gleichzeitig zu neuen Ideen gekommen, zu einem viel zuversichtlicheren Gefühl, dass ich die Dinge schaffen werde, die ich mir jetzt vorgenommen habe.
Und vielleicht kennst du das Gefühl selber, ja, dass du das Gefühl hast, ich bin in einer Tretmühle irgendwie. Und da ist sowieso der Tipp, steig mal aus, mach mal eine Pause. Und hier ist es für jemanden wirklich wichtig, sich diese Zeit für sich selbst einzuräumen, um auch wieder in dieses Feeling zu kommen, zu träumen, am Leben teilnehmen zu können, vielleicht auch selbst ein Gefühl zu erhalten von, ich schaffe das jetzt, ich kriege das jetzt irgendwie auf die Kette und dass hier jemand einfach auch wieder optimistischer ist. Ne? Und es wird hier etwas Neues entstehen, eine neue Schöpfung. Ja? Also hier könnte dein König, deine Königin auf neue Ideen kommen und sich eine neue Welt auch erträumen. Also Rückzug zum Auftanken. In den Rückzug kommt hier etwas Neues auf ihn bzw. sie zu. Und man kommt auch wieder so ein bisschen in das Feeling zu träumen und zuversichtlicher auch in die Zukunft zu schauen. Jetzt will ich noch mal bei ihm hier schauen, bzw. bei ihr, ja, ihr lieben Männers. Das sind zu viele. Für die Akasha-Chronik hier bitte mal eine Karte, die wichtig sein könnte. Ja, und da kommt nämlich, ich konnte es nur denken, jetzt kommt auch noch die Opfermentalität. Ne? Hol dir deine ganze Kraft zurück und ermächtige dich selbst. Also ja, jemand hat sich hier selbst zum Opfer seiner Umstände gemacht. Das hat, muss nichts mit dir jetzt zu tun haben. Ne? Hier ist jetzt erstmal nur die Frage, in welchen Energien befindet sich Schatzi gerade? Und dass du vielleicht auch eine kleine Erklärung hast, warum du vielleicht aktuell nicht so viel hörst und keinen Kontakt hast oder das Gefühl hast, hier zieht sich jemand auch zurück. Und natürlich kann es auch damit zu tun haben, dass hier jemand keine Verantwortung übernehmen möchte. Das möchte ich nicht außer Acht lassen, ja? Also es ist natürlich auch ein Signal oder kann natürlich auch ein Signal dafür sein, wenn sich jemand hier zurückzieht, dass man einfach keine Verantwortung für die Verbindung übernehmen möchte, dass man es gerne locker, fluffig, leicht lassen wollen würde, ne? Hier in dieser Legung ist es aber so ein bisschen anders und ich sage auch immer, lasst uns einfach mal träumen und schön wäre es, wenn es wirklich nur darum geht, dass hier sich Schatzi irgendwie einfach nur gerade darum bemüht, in seinem eigenen Leben klar zu kommen und raus aus dieser Opferhaltung zu kommen, dass alle anderen und vielleicht auch du immer nur schuld bist an seinem, ihrem Gemütszustand, ja? Und hier kommt jemand dahin, sich selbst zu ermächtigen. Und das finde ich echt schön. Ne? Wir haben hier noch die 39, das ist die 42, also sprich die 6, die steht auch für die Zahl der Liebenden im Tarot. Wir haben hier Entscheidungen, die man treffen möchte. Wir haben aber auch die Liebe, die Treue und vielleicht geht es hier auch um die wahre Liebe, um sich aber auch um seine Gefühle dir gegenüber wirklich bewusst zu werden. Also sprich, lasse jemanden einfach im Rückzug erstmal. Hier passiert echt viel und hier fühlt sich auch jemand immer so ein bisschen als Opfer seiner Umstände. Und kommt aber jetzt dorthin, sich selbst wirklich ermächtigen zu wollen. Okay, und jetzt schaue ich mit dir zusammen mal noch auf die Engel der Libitsch. Dann, wir mischen sie nochmal durch. Auf die Engel der Libitsch. So, okay. Lassen wir uns mal hier so ein bisschen berieseln von diesem Cartage-Kurs. Ja, meine Lieben, am kommenden Wochenende, bis die Karte hier geschmissen wird, ach, ich erzähle euch nachher von meinem Wochenende. So, jetzt kommen wir erstmal, wir haben hier die religiösen Faktoren. Also es kann sein, dass hier jemand noch vergeben ist, verheiratet ist, aber vielleicht auch das Leben anders anpackt als du. Die Dinge anders angehst als du. Und das könnte euch hier auch im Weg stehen. Ja? Es ist jetzt einfach ein Beispiel. Du möchtest klare Entscheidungen, feste Partnerschaft langfristig und er sagt sich hier, naja, wir können doch hier nebenbei ein Techtelmechtel haben, ich will meine Alte aber zu Hause behalten. Ja? Und der kommt damit super klar, vielleicht auch besser klar. Ne? Da kommt frische Luft in sein Leben.
Und bei dir ist es aber so, dass es auch an deiner Energie zehren könnte, weil sich ein Wunsch gefühlt hier nicht erfüllt. Ja, es sieht so aus. Und diese religiösen Faktoren, das steht euch beiden hier einfach im Weg, ne? Hier irgendwie mehr draus zu machen. Ich habe nämlich auch, achte auf die Warnsignale, die Zeichen warnen dich und hier geht es um einen Flirt. Ne? Also das heißt, hier ist es so, mein Engel, dass jemand, dass ihr unterschiedliche Vorstellungen haben könntet, mein Hase. Und hier heißt es auch, achte auf die Warnsignale. Hier geht es halt echt nur um was locker, fluffig, leichtes und einen Flirt. Ja. Naja. Ja, ich muss es so sagen. Wie gesagt, meine Lieben, es kann nicht immer eine Schönwetterlegung sein, aber ich sage euch, ich mache jetzt eine Schönwetterlegung hier draus. Ganz einfach, weil ich jetzt wissen will, wer bricht denn hier sozusagen die Regeln? Ja, also das heißt, du bist anderer Meinung, er oder sie ist anderer Meinung, aber was kommt denn hier letztendlich für eine Regelung rein, wenn hier jemand im Rückzug ist, sich ein bisschen klarer wird, wie es weitergehen soll und du hier definitiv eine Hauptrolle spielst? Habe ich hier immer noch Zeit zum Ausruhen oder Urlaub machen? Eine Entscheidung benötigt mehr Zeit. Hier geht etwas echt auf deinen Geduldsfaden auch. Ja, also hier ist jemand einfach, ja, ich mache jetzt erstmal Chilli-Milli, ich schalte die Welt jetzt hier aus und bevor du eine Antwort kriegst, da, das dauert. Ja, das dauert. Wie gehst du denn da jetzt damit um? Da habe ich einmal die Herrscherin und das Ass der Luft. Also wie solltest du hier mit umgehen? Du solltest die Wahrheit dieser Situation klar sehen und erkennen. Du solltest der Wahrheit in dieser Situation ins Auge blicken. Ich habe dich hier als Herrscherin. Du wirst es sehen. Du wirst hier nicht mehr irgendwie rumträumen oder sonst irgendwas. Wenn du jetzt auf einen Typen triffst, auf eine Kirsche triffst, den oder die du neu kennenlernst vielleicht auch, dann kann das einmal im Urlaub passieren tatsächlich. Dann kann es aber auch sein, dass du Kontakt hast mit ihm, mit ihr im Urlaub. Keine Ahnung. Aber ich habe hier einen Flirt und hier heißt es, achte auf die Warnsignale. Hier geht es um religiöse Faktoren. Sprich, du könntest noch verheiratet sein, vergeben sein, aber hier könnte jemand eher konservativ sein und der andere eher gar nichts. Ne? Und wie sollst du damit umgehen, mein Engel? Du sollst deinen Träumen Leben einhauchen und dir selbst die Gelegenheit geben zu wachsen, aber auch diesen Typen dieser Kirsche. Du hast vielleicht brillante Ideen und neue Inspirationen. Es könnte ein schwieriger Anfang hier für dich werden, aber ich habe auch, dass du die Wahrheit in einer Situation hier sehen solltest, was diesen Typen, diese Kirsche betrifft, dass hier nichts von heute auf morgen geht mit jemandem. Und vielleicht habe ich auch rein intuitiv recht, weil ich habe ja zu Eingang schon gesagt, hier möchte jemand vielleicht auch einfach keine Verantwortung übernehmen. Und dieser Wahrheit solltest du ins Gesicht blicken, auch wenn es weh tut. Ja? Auch wenn hier jemand so ankommt wie, ja, du bist toll, du bist super, du bist so besonders, ist hier trotzdem irgendwas in deiner gefühlten Magengegend, was dir sauer aufstoßen könnte. Und wo du vielleicht, wo es dir schwerfällt, genau hinzuschauen, weil wenn dieser Typ auch noch Bock hätte, mit dir zusammenzukommen, dann wäre er ja wirklich ganz cool, ne? Dann wäre ja alles perfekt. So, jetzt haben wir die Karte der Geduld. Jetzt ist es so, hier wird von heute auf morgen nicht viel passieren, mein Schatz. Wichtig ist jetzt wirklich, hauche deinem Leben einfach die Träume ein. Ne? Mag sein, dass hier dein Typ, deine Kirsche, sich eine neue Welt da irgendwie erträumt, aber erträume dir auch eine neue Welt und sieh es einfach klar.
dass du vielleicht gerade in Kontakt mit jemandem sein könntest, wo es jetzt nicht unbedingt was Festes werden sollte, könnte, wo das wirklich gefühlt ein Flirt nur ist. So, und da lasst uns jetzt wirklich trotzdem mal tiefer reinschauen. Weil, was passiert denn, was soll denn nach dieser Geduld, ich sag's jetzt mal so, was soll denn da dann bei rauskommen? Nach dieser Geduldsphase, nach dieser Geduldsphase, nach Urlaub, nach Entspannung, nach sich eine neue Welt erträumen. Alter Schwede, ey. Ich habe unterm Kartendeck habe ich die 5 der Münzen. Ich habe die 3 der Münzen. Ich habe die 9 der Schwerter. Ich habe den Narren. Und ich habe den König der Stäbe. Du könntest dich irgendwie. Wartet, ich gehe in mich, bevor ich dir jetzt Mist erzähle. Ich gehe erstmal in mich. Ach, die Möglichkeit habe ich ja auch erstmal. Usa. Mein Engel, du wirst da drauf kommen. Ich kann es echt nicht schönreden, ne? Ich wollte wirklich lichtvoll bleiben, wirklich. Ich wollte es irgendwie versuchen, es für dich noch lichtvoll zu gestalten. Aber Pause, Rückzug, sich eine neue Welt erträumen und sich selbst ermächtigen. Ist alles gut und schön, wenn er oder sie das macht. Aber was passiert nach dieser Geduld? Dir wird einfach klar, dass du es mit einem Narren zu tun hast. Mit jemandem, der spinnt und nicht mehr alle offen, weiß ich nicht. Dir wird hier eine Lektion klar, die hier jemand erteilen könnte. Vielleicht träumst du auch von ihm, von ihr. Hier ist auch eine dunkle Energie dabei, eine Lektion mit einer dunkleren Energie. Ne? Wir haben die 9 der Schwerter, die steht für Luft. Und Luft ist ein Element, was immer irgendwo dazwischen ist, aber wo du nicht wirklich in die Tiefe gehen kannst. Und zusammen mit dem Narren auf Null und dem König der Stäbe, der auch für Feuer steht, was sich hier vielleicht ganz, ganz dolle ausbrennt, beziehungsweise ausbreitet, genauso wie die Luft, habe ich das Gefühl, dass zusammen mit den 3 der Münzen so ein bisschen verbrannte Erde entsteht. Eine Lektion mit verbrannter Erde. Unterm Kartendeck eine Krise. Vielleicht befindest du dich gerade in einer emotionalen Krise. Aber an sich ist hier so Kälte. Mangel. Nicht das bekommen, was man sich erhofft. Um es schön zu reden, kann es vielleicht möglich sein, dass diese verbrannte Erde, die man hinterlässt, jetzt deinen König, deine Königin dazu bringt, mit dir nochmal von Null beginnen zu wollen. Und darauf muss ich aber jetzt einfach nochmal legen. Möchte man hier nochmal von Null mit dir beginnen? Was soll hier passieren? Was ist hier der Plan? Könnt ihr euch an die Legung erinnern hinter der Kamera, wo jemand so hin und her gerissen ist? Ich wartet mal, ich spüre die Karten gerade nicht. Du bist unterm Kartendeck,
die Königin der Münzen, ne? Also bei dir ist es so, du würdest gerne alles festhalten und an sich bist du hier der Fels in der Brandung. Auch meine lieben Männer, dann seid ihr hier der König der Münzen. Ja? Also du bist hier sozusagen jemand, du möchtest gerne alles festhalten und ja, du bist wirklich der Fels in der Brandung. Ah, da gibt es so einen Spruch, so ein Zitat. Glaub mir, dann bin ich es, die in der Brandung steht. Und wenn du mal nicht weißt, wie es weitergeht, glaub mir, dann bin ich es, die in der Brandung steht. So auf die Art. Du bist immer da. Aber ich sehe bei dir mit den zwei der Münzen in Kopflage, strebst du mehr Sicherheit an. Du möchtest mehr Sicherheit. Du möchtest mehr wissen, was Phase ist innerhalb einer Verbindung. Und dann habe ich aber hier, immer was bleibt, ist die Traurigkeit und der Kummer. Ja, zusammen mit den vier der Münzen ist es dieses Festhalten, dieses Klammern am Kummer. Also das heißt, es ist normal, wenn du jetzt in einer Erdenergie bist, musst du aber nicht sein, du musst jetzt nicht zwingend Steinbock, Stier oder Jungfrau sein. Das ist hier kein Sternzeichen-Orakel. Hier geht es um die Energie. Das ist Erdenergie. Und Erdenergy, mein Engel, ich weiß, ich verliere den Faden gerade, möchte Bestand. Aber das Einzige, was hier Bestand hat, ist die Traurigkeit, ist das Gefühl, das sich einsam fühlen, dieser Kummer, der immer wieder auftaucht. Und das passt auch gut zusammen, mein Engel. Es ist nun mal so, wir sind alle anders gestrickt und gepolt. Ich will ja jetzt nicht immer zwingend gegen diesen König der Stäbe schießen, nur weil er in einer anderen Energie ist oder eine andere Vorstellung vom Leben hat und die Dinge anzugehen oder andere Werte hat oder keine Werte vielleicht auch. Aber ich habe hier Feuer und Erde. Ich habe die verbrannte Erde. Und du könntest versucht sein, in einer Situation dich irgendwie anders zu verhalten, tun und machen, damit eine Verbindung Bestand hat. Aber es ist hier unterm Strich immer diese, dass du traurig bist am Ende. Ja. Und ich habe jetzt hier aber gesehen, ich habe genau hinter dir ein König der Münzen. Jemand, der dasselbe will wie du. Vielleicht siehst du ihn noch nicht. Vielleicht siehst du sie noch nicht. Ganz nah bei dir schon. Vielleicht für dich noch nicht sichtbar. Einige sehen ihn schon, hatten aber den Fokus auf jemand anderes. Hier ist jemand, der genauso tickt und genauso ist, beziehungsweise dasselbe will wie du. Und auf den schaue ich jetzt. Bei dem anderen, mein Engel, muss ich dir so sagen, ist es nicht so das, was du dir vorstellst, mein Hase. Lasst uns jetzt mal auf diesen König hier schauen, den du vielleicht noch nicht siehst, beziehungsweise auf diese Königin schauen. Der Stern, boah, krass. Glückliche Zeiten könnten dir hier mit ihm bzw. mit ihr bevorstehen. Mit jemand anderes. Auf den richtigen Weg sein. Tja, also hier heißt es, mein Engel, verbiege dich nicht für jemanden, der verbrannte Erde hinterlässt, der nicht dasselbe will wie du. Und es könnte eines deiner leichtesten sein, hier glücklich zu werden.
Wann soll dieser Typ denn kommen? Beziehungsweise diese neue Kirsche hier. Wann soll dieser neue Typ, diese neue Kirsche kommen? Wann soll dieser neue Typ, diese neue Kirsche kommen? Wir haben hier erstmal Zeiten des Lebens. Du spiegelst die Welt spiegelt dich. Ne? Also hier heißt es jetzt, das, naja, was will ich? Und hier ist jemand, ihr spiegelt euch wirklich. Wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du diesen neuen Typen, diese neue Kirsche. Das passt. Mit dem Stern, das steht für eine für eine Zukunft voller Zuversicht. Und hier heißt es, du entscheidest selber. Hier geht es um 5 Tage, 5 Wochen. Die Zahl 5 für die Quintessenz. Endlich mal auf den Punkt zu kommen, was du wirklich willst und zu dir selbst zu stehen. Du kannst selber entscheiden. Vielleicht hast du hier wirklich schon offensichtlich die Möglichkeit, hier mit jemand anderes glücklich zu werden. Und selbst wenn es die Entscheidung ist, dich vielleicht auch mal mit jemand anderes einfach zu treffen. Ne? Aber hier könnte innerhalb der nächsten 5 Tage schon was passieren. Ne? Wir hatten gestern den Montag, ne? Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das steht wieder für den Montag. Irgendwas könnte hier kommende Woche Montag schon passieren. Und ich habe innerhalb der nächsten 5 Wochen. Ist hier was bei dir, wo du jemanden etwas widerspiegeln solltest, etwas zurückgeben solltest vielleicht auch, aber wo du vielleicht selbst dich wieder in den Spiegel anschauen kannst. Na? Meine Lieben, zum Wochenende, ne? Ich habe Einschulung. Also ich werde nicht eingeschult, mein kleiner Charlie wird eingeschult. Ich bin jetzt dabei, noch ein paar Legungen zu starten. Wenn irgendetwas später kommt oder gar ausfällt, entschuldigt bitte dafür. Ich stehe gerade ein bisschen unter Druck, das alles noch zu schaffen. Ich weiß, ich werde es schaffen. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, dass es sein kann, dass auch zwischendurch mal ein Ausfall ist. Ne? Ansonsten täglich 14 Uhr. Gleich 2 Legungen, einmal vor der Kamera, einmal hinter der Kamera. Wenn dir das gefallen hat, abonniere diesen Kanal einfach kostenfrei und sei mit dabei in unserer wundervollen Community und werd auch du eine Königin bzw. ein König. Ich hab dich lieb. Ciao.